So sieht es heute am Flensburger Bahnhof aus. Die Stimmung noch angespannter als sonst. Viele Flüchtlinge wollen offenbar noch möglichst schnell einen Zug bekommen, der sie über Dänemark Richtung Schweden bringt, bevor die angekündigten Grenzkontrollen vollgreifen. Viele Gesichter voll Verzweiflung, weil in den Zügen mal wieder nicht genug Platz für alle ist. Guten Abend. Dass Schweden wegen des Flüchtlingsandrangs seit heute wieder seine Grenzen kontrolliert, kommt wenig überraschend. Aus Stockholm hatte es in den vergangenen Tagen ja immer wieder entsprechende Andeutungen gegeben. Schweden lässt jetzt also nur noch Reisende mit gültigem Ausweis ins Land. Was bedeutet das für Schleswig-Holstein? Hier warten ja besonders viele Flüchtlinge darauf, nach Schweden weiterreisen zu können. Meine Kollegin Marie-Louise Brahm ist vor einem der Notquartiere für die sogenannten Transitflüchtlinge in der Kieler Innenstadt. Ist die neue Lage dort schon spürbar? Ja, spürbar ist sie schon, aber ganz anders als erwartet. Hier sind nämlich weniger Flüchtlinge als in den vergangenen Tagen. Hier sind wohl grob 200, hat mir gerade ein Dolmetscher gesagt. Vergangene Nacht waren es ja 350 und hier sind auch schon mal mehr als 800 untergekommen. Polizei und Helfer gehen davon aus, dass sich viele Flüchtlinge eben auf eigene Faust jetzt versuchen, den Weg zu bahnen nach Schweden oder sich halt per Zug auf den Weg gemacht haben, weil dann natürlich ihre Ausweise auch nicht sofort kontrolliert werden und das für sie dann der sicherere Weg ist, um wirklich dann an ihr Wunschziel Schweden zu kommen. Danke für den Moment, Marie-Louise Brahm in Kiel. Es gibt ja nun die Sorge, dass Schleswig-Holstein zur Sackgasse für die sogenannten Transitflüchtlinge werden könnte. Innenministerium und Polizei erklärten heute, welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Wir haben die Vereinbarung getroffen, dass Schleswig-Holstein einvernehmlich mit den anderen Bundesländern vorerst Tag für Tag die Lage beurteilt, die Lage beobachtet. Und wir vorerst Tag für Tag, bis wir sagen, es geht wieder, keine Flüchtlinge aus Bayern bzw. aus dem Norddeutschen Verbund zugewiesen bekommen. Zur besseren Übersicht stellen wir einmal grafisch dar, wie die Wege der Flüchtlinge von Schleswig-Holstein Richtung Schweden aussehen. Alles läuft über die drei Städte Kiel, Lübeck und Flensburg. Von Kiel aus startet derzeit täglich eine Fähre nach Göteborg. In Lübeck-Travemünde sind es momentan bis zu drei Fähren am Tag nach Trelleborg. Das sind die Direktverbindungen nach Schweden. Indirekt geht es über Flensburg. Da fährt man dann nämlich mit dem Zug. Erst über dänisches Gebiet und dann weiter nach Malmö. Ja, und weil die Dänen derzeit nur sporadisch Ausweiskontrollen vornehmen, wird Flensburg als Startpunkt attraktiver für diejenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht kontrollieren lassen wollen. In Flensburg wollen sie eigentlich nur umsteigen, in die Züge nach Dänemark. Knapp 200 Schutzsuchende kommen heute Mittag mit der Bahn aus Hamburg an. Sie wollen wissen, ob und wie es hier für sie weitergeht. So ist was. Ich will nach Schweden. Ansonsten warte ich hier so lange, bis die Schweden die Grenzen wieder öffnen. Nach Deutschland oder Dänemark will ich nicht. Also wir spüren, dass eine gewisse Torschlusspanik bei den Leuten herrscht. Und dazu kommt, dass die Züge auch nur eine bestimmte Kapazität aufgenommen haben. 50 bis 60 Leute. Das ist alles schwer zu vermitteln in den paar Minuten, die sie auf dem Bahnsteig sind. Nicht alle können mit. Die Helfer schicken die meisten Flüchtlinge zu den Bussen in Richtung Dänemark. Der Zug fährt ohne sie. Und wird ein paar hundert Meter hinter der Grenze aufgehalten. In Padborg überprüft die dänische Polizei den Zug, zählt die Flüchtlinge. Die Beamten verlangen aber keine Papiere. Die Flüchtlinge dürfen weiter durch Dänemark reisen. In Schweden ist das anders seit heute Mittag. Polizisten kontrollieren die Pässe. Wer Asyl beantragen will, kann das tun, muss sich aber möglicherweise selbst eine Unterkunft suchen. Die Durchreise ohne Registrierung ist nicht erlaubt. Ein Problem für alle Flüchtlinge, die nach Norwegen oder Finnland wollen. Der Flensburger Bahnhof am Abend. Etwa 100 Flüchtlinge sind hier. Die Helfer wissen aber, dass mindestens noch 500 unterwegs sind. In etwa so viele wie sonst auch. Von den anderen Städten, aus Rostock hören wir es, aus Kiel hören wir es, aus Hamburg hören wir es, dass sie mehr selbstständig unterwegs sind. Dass sie auch uns nicht genaue Zahlen geben können, wie viele kommen, dass sie sich selber auf den Weg machen. Weil man merkt, dass sie in der ganzen Zeit die Erfahrung, die sie gemacht haben, dass sie langsam auch selbstständig unterwegs sind und wissen, was vielleicht das Beste für sie ist. Und gar nicht unbedingt den ganzen großen Gruppen hinterherreisen. Wer heute Abend nicht mehr wegkommt, kann in der Notunterkunft der Stadt übernachten. Die hat sich seit Wochen darauf vorbereitet.
Die Helfer erwarten, dass die Kontrollen in Schweden erst in den kommenden Tagen dazu führen, dass mehr Menschen in Flensburg umsteigen werden. So viel zur Situation in Flensburg. Schauen wir jetzt nach Lübeck-Travemünde, wo die Fähren in die südschwedische Stadt Trelleborg ablegen. Um an Bord zu gehen, brauchten Passagiere bisher nur, ihren Namen zu sagen und eine Fahrkarte zu besitzen. Das reicht seit heute nicht mehr. In den vergangenen Monaten hat sich niemand für ihn interessiert. Jetzt geht ohne einen gültigen Reisepass hier am Skandinavienkai Lübeck-Travemünde gar nichts mehr. Um 13:30 heute Nachmittag reagiert auch die Reederei TT Line auf die Grenzkontrollen der schwedischen Regierung. Nur wer einen gültigen Reisepass besitzt, darf auch auf die Fähre nach Trelleborg. Einige sind damit überhaupt nicht einverstanden und wollen natürlich jetzt aufgeklärt werden, was jetzt abgeht hier. Und viele haben jetzt auch Angst, weswegen, wieso, was ist jetzt los? Und viele wollen ja auch weiterreisen. Das ist das Problem, weil sie halt da nicht wissen, also nicht wollen, dass Schweden sie dann registriert. Auf das Schiff am Nachmittag dürfen nur etwa die Hälfte der 50 Flüchtlinge. Menschen aus Libyen und dem Irak, darunter größtenteils auch Frauen und Kinder, müssen an Land bleiben. Einige wenige von ihnen harren am Fährterminal aus. Andere nehmen den Weg zurück nach Lübeck auf die Valhalbinsel, wo sich die Alternative schon seit Monaten um Transitflüchtlinge kümmert. Wir haben auch noch Leute da, also ich schätze mal 50 bis 70. Die sind also gerade von dem Bahnhof gekommen. Wir wollen auch nach Schweden und die meisten haben keine Pässe. 130 Flüchtlinge, so viel hat die Alternative am späten Nachmittag versorgt. Viele von ihnen wollen die Situation an den Fährterminals nicht akzeptieren und sind laut Helfern zur Stunde auf dem Weg nach Travemünde, um dort für eine Weiterreise zu protestieren. Um 22 Uhr geht das nächste Schiff. Im Fährhafen Kiel kamen in den vergangenen Tagen immer nur etwa 70 Flüchtlinge aufs Schiff nach Göteborg. Mehr Plätze seien für Spontanbucher nicht vorhanden, sagte uns die Fährgesellschaft. Einen dieser wenigen Plätze zu bekommen, war für die viel zahlreicheren Flüchtlinge schon ohne Ausweiskontrollen ein Problem. Jetzt ist es noch schwieriger geworden. Ohne Ausweis kommt in Kiel seit heute kein Flüchtling mehr auf eine Fähre. Die Polizei kontrollierte das bereits heute Vormittag am Fähranleger. 350 Menschen kamen gestern Abend mit Ziel Schweden nach Kiel. Knapp 100 von ihnen wollten heute am Anleger ein Fährticket kaufen. Ob die restlichen 250 keine Ausweispapiere haben oder sie aus Angst vor Registrierung nicht vorzeigen wollen, ist unklar. Die Kieler Flüchtlingshelfer richten sich darauf ein, dass mehrere hundert Menschen in Kiel stranden könnten. Bei uns besteht jetzt die Gefahr, dass Kiel sich als Staupunkt sozusagen darstellt und viele Menschen hierher kommen, dann aber nicht weiter können. Das heißt für uns natürlich vermehrter Aufwand. Einige Flüchtlinge gehen ganz offen damit um, dass sie keine Ausweisdokumente mehr haben. Sie sind ohne sie bis nach Kiel gekommen, hoffen auf eine schnelle Lösung. Mein Problem ist, bei der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland ist unser Boot voll Wasser gelaufen. Meine Ausweise waren im Gepäck und das mussten wir alles ins Meer werfen. Lubomir Kristinek hat heute einen Flüchtling gefunden, der sich unter seinem LKW versteckt hat und als blinder Passagier mit nach Schweden fahren wollte. Das ist für die Flüchtlinge gefährlich und war bisher in Kiel kein Thema, sagt der Slowene. Er und seine Kollegen sind jetzt allerdings vorsichtiger geworden. Der lag unten auf einer Ablage über der Achse und ich habe ihm gesagt, er soll abhauen. Auch in Kiel gibt es Notunterkünfte, wenn mehr Flüchtlinge hier stranden sollten. Bisher blieb aber alles entspannt. Kein Rückstau abgewiesener Transitflüchtlinge, nur ein paar wartende Familien im Fährterminal. Unterm Strich steht, wer einen gültigen Reisepass hat, kann weiterhin nach Schweden einreisen. Nochmal zu meiner Kollegin Marie-Louise Brahm am Notquartier für Transitflüchtlinge in Kiel. Wie viele der dort wartenden Menschen haben denn die notwendigen Papiere? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben ganz Unterschiedliches gehört. Es gibt Stimmen, die sagen, 3/4 der Flüchtlinge haben keinen gültigen Ausweis. Aber die Polizei zum Beispiel sagt, 90% der Flüchtlinge haben einen gültigen Ausweis und führen ihn auch mit sich. Mir wurde auch gesagt, auch von der Polizei, dass viele Flüchtlinge ihren Ausweis quasi erstmal lange versteckt haben, ihn dann aber doch aus der Tasche oder aus anderen Verstecken halt hervorzaubern. Also die Lage, was das angeht, ist wirklich sehr unklar. Klar ist aber, dass die 50 Flüchtlinge, die jetzt gerade vor einer Dreiviertelstunde mit der Stena Line nach Göteborg dann gefahren sind, dass die auf jeden Fall einen Ausweis mit dabei hatten oder auch eine Geburtsurkunde.
Auch das war mit dabei, aber einige sind natürlich nicht mitgekommen. Einige spekulieren aber wohl auch darauf, wurde mir hier von den Helfern gesagt, dass sie dann vielleicht nach 10 Tagen noch mal mitkommen können, weil ja nur jetzt für 10 Tage erstmal die Ausweiskontrollen in Schweden gelten sollen. Wie gehen denn jetzt die Helfer dort eigentlich mit der neuen Situation um? Ja, für die ist es auch schwierig, weil sie ja auch nicht wissen, was jetzt auf sie zukommt. Sie hatten hier heute auch, hat mir gerade noch ein Dolmetscher erzählt, hat mit mehreren Flüchtlingen gerechnet, also mit viel mehr, haben sich auch personell darauf eingestellt. Aber nun sind es halt nur 200. Für sie auch ganz viele Fragen, die die Flüchtlinge ihnen natürlich stellen, wie sie nun sonst weiterkommen können, was sie machen sollen. Fragen, auf die sie halt auch keine Antworten haben. Und das Ganze ist auch belastend für die Polizei, denn die ist ja auch mit dabei bei diesen Kontrollen. Und mir erzählte ein Polizist, der dann auch sagte, es ist für ihn sehr schwierig, weil er ja in Anführungsstrichen Schicksal spielen muss und entscheiden muss, du kommst mit, du kommst jetzt nicht mit, Familie mit Kindern. Und er sagt, er nimmt das dann auch immer mit nach Hause und liegt dann manchmal auch nachts da und ja, beschäftigt sich noch, ob das nun alles richtig war, was er da ausgewählt hat. Also alles in allem eine schwierige Situation, aber bisher ist es halt hier wieder erwarten in Kiel und anscheinend im gesamten Land wirklich sehr ruhig. Danke, Marie-Louise Brahm. Und